Wie kann man technische Kontakte mit Verstorbenen im Rahmen eines physikalischen Weltbildes verstehen? In diesem Video geht es los mit Burkhard Heims theoretischen Betrachtungen zur instrumentellen Transkommunikation in einer sechsdimensionalen Welt. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Im vorigen Video habe ich euch eine Einführung gegeben in Burkhard Heims Erfahrungen mit der instrumentellen Transkommunikation, also den technischen Kontakten mit Verstorbenen. Als Physiker wollte Burkhard Heim aber nicht bloß erbauliche Botschaften von drüben hören. Die hat er zwar auch bekommen, aber es ging ihm darum, der Sache auf den Grund zu gehen und es in einem naturwissenschaftlichen Sinne zu behandeln. Nun, in Burkhard Heims sechsdimensionaler Welt ist uns ja schon klar, Verstorbene können sich prinzipiell auf höheren Strukturniveaus der Dimensionen 5 und 6 aufhalten. Nun ist aber die Frage, wie kommen von diesen Strukturniveaus die Informationen auf raumzeitliche Phänomene, auf elektromagnetische Wellen drauf? Natürlich müssen wir die bislang rein vierdimensionale Beschreibung elektromagnetischer Phänomene hier um diese zwei Dimensionen erweitern. In den 60er Jahren war Burkhard Heim bereits so weit, dass ihm klar war, die Welt hat nicht vier, sondern sechs Dimensionen. Und er hatte es bereits so weit ausgearbeitet, dass er wusste, an jedem raumzeitlichen Phänomen, also auch am Elektromagnetismus, hängen immer diese Transkomponenten dran als Aktivitätenmuster. Eine wichtige Eigenschaft dieser Transdimensionen möchte ich noch einmal in Erinnerung rufen. Es handelt sich bei dem, was da in 5 und 6 herumgeistert, buchstäblich herumgeistert, nicht um energetische Phänomene. Es handelt sich um Strukturen und diese sind physikalisch nur als Wahrscheinlichkeiten interpretierbar. Alles Energetische in einem elektromagnetischen, physikalischen Sinne, das ist immer eine Erscheinung der bekannten vier Dimensionen. Wer diese Unterscheidung fünfte, sechste Dimension, Aktivitäten und so weiter noch einmal im Detail erklärt haben möchte, für den verlinke ich hier das entsprechende Video. Das müssen wir uns also vor Augen halten. Wir suchen einen physikalischen Prozess, bei dem Wahrscheinlichkeiten energetische Phänomene, raumzeitliche Phänomene beeinflussen. Und wenn wir an die Energiebilanz dabei denken, dann können wir hier schon sagen, alle Energie muss immer eine Folge raumzeitlicher Ereignisse oder Vorgänge sein. Sie kann nicht aus dem Transbereich kommen, dort ist keine Energie. Im vorigen Video habe ich dieses Bild hier schon gezeigt. Burkhard Heim arbeitete mit zwei Sendern, deren Frequenzbänder sich in der Mitte überlagern. Und an diesem Überlagerungspunkt entsteht ein sogenannter Pseudosender. Man sieht das ja, es hat auch ungefähr, diese Überlagerungszone hat auch ungefähr die gleiche Form wie die beiden Hauptsender. Und auf diesem Pseudosender kann man nun einen Empfänger einstellen und auf dieser Frequenz manifestiert sich dieses Stimmenphänomen. Burkhard Heim nannte es ganz exakt die stimmenmodulierte Amplitudendiskriminante des Superpositionsfeldes oder kurz SAS. Also das ist das Heim-Sprechwort für Tonbandstimme. Transkommunikation, SAS. Experimentell fand Heim hier zwei Bedingungen, damit das Ganze gut funktioniert. Erstens, dieses Superpositionsfeld bzw. die beiden Sender muss symmetrisch sein. Also die Flanken der beiden Sender müssen symmetrisch abfallen. Und zweitens, das Überlagerungsfeld muss im Bereich des Überlagerungsfeldes müssen die Amplitudendiskriminanten flach genug laufen. Sonst wäre die Empfangsleistung des Pseudosenders auf einen zu engen Bereich konzentriert und man könnte nicht genug Leistung abgreifen. Fangen wir an mit Heims theoretischen Überlegungen. Jeder der beiden Sender A und B hat eine Leistung, diese ist abhängig von der Frequenz und diese hat eine Hüllkurve, das ist die Amplitudendiskriminante. Die Leistung eines Senders ergibt sich also aus der Hüllkurve als Funktion der Frequenz, also x, a bzw. b von nü mal Sinus nü t. Wie schon gesagt, muss dieses Überlagerungsfeld symmetrisch verlaufen. Und dann kann man in der Nähe des Überlagerungspunktes annehmen, dass die beiden Amplituden in etwa gleich sind
und sie gleichsetzen zu und ihren Betrag gleichsetzen zu y tilde halbe. Nü Strich und Nü 2 Strich sind dabei die Grenzfrequenzen des Empfängers. Und jetzt ergibt sich dieser Ausdruck für die am Empfänger abgegriffene Leistung. Und über ein trigonometrisches Additionstheorem kann man es umformen zu diesem Ausdruck. Das bedeutet, in der Umgebung des SAS0-Pegels, also dem exakten Überlagerungspunkt, kommt es immer zu einer Überlagerung meiner beiden Grenzfrequenzen, Nü' und Nü2'. Und nun muss man eine Fallunterscheidung treffen. Die Einkoppelung in den Empfänger kann nämlich parallel oder antiparallel verlaufen, mit plus minus bzw. minus plus. Schauen wir zunächst den antiparallelen Fall an. Dann würde Nü' minus Nü2' sehr klein werden, weil wir davon ausgehen können, dass der Sender hinreichend genau eingegrenzt ist. Dann haben wir aber ein sehr kleines Argument im Sinus, womit der Sinus gegen 0 geht und das ganze Produkt. Es bleibt also nur der parallele Fall der Einkoppelung übrig. In dem Fall haben wir im Kosinusfaktor eine Differenzschwingung von Nü' minus Nü2' und diese machte sich bei Heims-Experimenten häufig als akustische Störung bemerkbar, wenn der Empfänger nicht eng genug eingestellt war. Das Frequenzband musste auf kleiner 16 Hertz eingestellt werden, das ist die untere Hörschwelle des Menschen, damit also diese Störung verschwand. Man muss dazu natürlich sagen, Heim arbeitete mit Rundfunktechnik der 1960er Jahre. Ich bin dafür kein Experte, aber ich gehe davon aus, dass es heutzutage wesentlich einfacher ist, diesen Abgleich vorzunehmen, als noch vor 60 Jahren. Bislang haben wir jetzt nur nicht modulierte Sendersignale betrachtet. Was, wenn wir jetzt unsere beiden Sender A und B jeweils Amplituden modulieren mit einem beliebigen Sprechtext? Dann wird die Leistung über unserem Frequenzspektrum zu einer Zeitfunktion. Wir gehen zunächst wieder von unserer Gleichung für die Leistung am Empfänger aus als Funktion der beiden Grenzfrequenzen. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass der Sender hinreichend genau abgeglichen ist, können wir die beiden Grenzfrequenzen als ungefähr gleichsetzen und die Gleichung zunächst vereinfachen. Nun werden unsere beiden Sender mit den Zeitfunktionen f von t und g von t Amplituden moduliert und wir können unseren Ausdruck für die Amplitudendiskriminanten x als Funktion von nü von t auf diese Weise schreiben und vereinfachen mit der mittleren Amplitude, die wir vorher als den Ausdruck eingeführt hatten. Und jetzt können wir die Trägerfrequenz eliminieren und erhalten als Gesamtmodulation den Ausdruck psi von t als Summe der beiden einzelnen Amplitudenmodulationen. Jetzt ist noch überhaupt nicht erkennbar, wo das Ganze hinführt und wie dieses geforderte Phänomen der statistischen Einflussnahme auf einen energetischen Vorgang da irgendwie reinkommt. Dafür bitte ich noch um ein bisschen Geduld. Das werde ich euch beim nächsten Mal erklären bei 6 Dimensionen in Farbe.